Paul und Barbara, falls ihr es noch nicht wisst, dann ahnt es jetzt vielleicht. Heute ist der schönste Tag in eurem Leben. Ihr heiratet nämlich jetzt. Ihr zwei? Ist das nicht schön? Wer? Alle sind sehr, sehr glücklich. Paul und Barbara, ihr heiratet. Ach, wir zwei? Ja. Ja, guck mal. Ist das fein? Oh, Paul. Ja. Na, da kommt doch Freude auf. Sollen wir schon mal? Und Pater Oliver, der hat das Glück, die ganze Veranstaltung zu betreuen und euch zu trauen. Und nur einer ist richtig böse auf all das. Das ist die Mirja Gill. Das ist nämlich die Schwiegermutter von der Barbara. Die möchte das alles nicht. Du möchtest diese Verbindung trennen. Ja. Denn du denkst am Ende, sie hat, er hat was Besseres verdient. Ne? Das denkst du. Ich bin aber ihre Mutter. Nein, du bist seine Mutter, ihre Schwiegermutter. Das ist die Mutter von beiden. So. Ja. Gut. Ja. Pass auf. Aber na, dann wäre sie ja wahrscheinlich sehr glücklich, dass diese Verbindung endlich zueinander findet. Nein. Es ist eine sehr schöne Trauung. Und eigentlich stört immer nur Mirja. Aber es stört auch noch was anderes. Nämlich diese vielen, vielen schönen Zettel, die Sie, meine Damen und Herren, vor der Sendung ausgefüllt haben. Mit kleinen, völlig sinnlosen Sätzen, die ich dann wiederum wahllos hier im Set verteilen werde. Und die Kollegen müssen das Ganze in diese Szene auch noch einbauen. Sätze wie zum Beispiel: Und sie war nicht in der Tiki-Bar an jenem Abend. Von einer Tanja Finke-Schürmann. Wo ist denn Tanja Finke-Schürmann? Genau. Da, Tanja Finke-Schürmann, die Tiki-Bar. Gut, ich mische noch mal, damit es irgendwann in der Kirche auch gesagt wird. Und ich verteile jetzt mal diese schönen Zettel. Ihr geht schon mal in den Set. Ihr habt wieder kleine Kostüme da liegen. Ich habe hier ein paar Sätze für den Herrn Pfarrer. Weiß nicht, wo die Mutter sitzt. Das ist deins hier, oder? Das, ja, das ist Zickenkostüm. Klar. Du lass mal hier so. Überall Zettel von eurem Publikum für euch. Kann ich das vielleicht abkaufen nach der Sendung? Natürlich. Ja, für privat, wenn ich mal weggehen will. Das muss Nina Ruge morgen noch bei Leute heute anziehen. Ich meine. So, das Blumenkind bzw. das Zettelkind entfernt sich. Ihr seht all die schönen Zettel, ihr kennt eure Geschichte. Ich will wissen, wie es ausgeht. Und das Publikum will all seine Sätze hören. Also. Liebe Gemeinde, liebes Brautpaar. Hallo. In Matthäus 26, 31 heißt es ja, wie wir alle wissen, dort heißt es also, Django zahlt nicht. Django hat Monatskarte. Wirklich weise Worte und sie passen so wunderbar zu diesem Anlass. Auf. Denn auch Django musste ja irgendwann den Bund der Ehe eingehen, weil er nicht zahlte oder so ähnlich, liebe Freunde. Ich frage heute also Paul. Nein. Halt! Will nicht. Sie müssen erst die Gemeinde fragen. Nein. Hat jemand was dagegen und so? Und dann käme ich. Ich bin nämlich Ihre Mutter. Ich bin ja ganz stark dagegen, weil dieser junge Mann, als er zum ersten, ich bin seine Mutter. Sie sind verwirrt. Ich habe mich vertan. Diese Frau ist verwirrt. Es ist jetzt so, ich kann das erklären, Mutter, bitte. Ich bin seine Mutter, aber ich wäre gerne ihre Mutter, ich möchte sie adoptieren, deswegen bin ich dagegen. Weißt du doch, was diese Frau gesagt hat, als sie das erste Mal bei uns zu Hause reinkam? Ja, natürlich. Sie hat mal mit deinem Pony zusammen. Was ist das denn für eine Basis? Ja, aber doch nur, weil du zu mir gesagt hast, hasch mich, ich bin der Frühling. Ja. Können wir jetzt bitte wenn die verrückte Dame mit dem Hut sich entschieden hat, wessen Mutter sie ist, könnt ihr mit der Trauung fortfahren, liebe Gemeinde. Setz dich bitte hin, Schwiegermama. Also. Mutter, bitte. Setz dich bitte hin, Schwiegermama. Und denk an dein Herz. Das ist doch meine Mut. Nimm die Tabletten und halt die Fresse. Ihr wisst, was mein Arzt letzte Woche. Ja. Moment. Darf ich bitte mit der Trauung fortfahren? Dann setz dich doch hin. Mir geht es nicht so gut im Moment gesundheitlich. Ja, ich weiß. Das ist uns allen mein Arzt hat letzte Woche nämlich noch zu mir gesagt, Gemüse muss durchs Schwein, damit es schmeckt. Ne? Ja, absolut. Darf ich kurz mit der Trauung fortfahren, liebe Freunde? Setz dich hin, beruhig dich bitte, Mutter.
Bitte bestärken Sie die verrückte Frau nicht noch, wir werden sonst nie fertig. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? Ja, ja. Mann, Mutter. Da hab ich gesagt, ich muss dir etwas sagen. Hör doch auf. Du bist adoptiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Sie haben sich verbessert, mein Lieber. Jetzt also, lass uns doch mal weitermachen wir hier. Jetzt bitte mit der Trauung fortfahren. Nimm bitte meine Hand. Weißt du noch damals, als wir uns kennengelernt haben? Ja, als ich gesagt habe, ich bin eigentlich gar nicht hier. Ja, das stimmt. Dürfte ich jetzt ganz kurz mit der Trauung fortfahren? Judith 15,16, die unvergessliche Stelle. Sie lautet: Meine biologische Uhr tickt. Ich will ein Kind jetzt sofort. Ja, das ist es nämlich. Ja, das sind die unvergesslichen Worte. Und Herr Pfarrer. Mutter, komm mal, Herr Pfarrer. Ja. Egal. Moment. Egal, was ich zu ihm sage, egal, wie ich mich am Abend hinlege und wie ich es ihm anbiete, ich möchte endlich Mutter werden. Egal, was ich mache, er sagt immer nur zu mir: Schatz, du hast die Figur wie ein Rehlein. Oder wie heißt das Grautier mit dem langen Rüssel nochmal? Ja. Darf ich das kurz? Dieser Witz war aus der Funkuhr Kapitel 7, aber auch sehr schön. Können wir jetzt vielleicht mit der Trauung fortfahren? Ich fühle mich nicht gut. Ja, so sehen Sie auch aus. Hier sind die Ringe. Moment. Die hätten Sie eigentlich mitbringen sollen, Sie Versager. Ja. Bitte schön. Ich habe sie vergessen, weil der Schaffner kam zu mir und hat gesagt: Freundchen, es sieht so aus, das Pferd ist hinten höher als vorne. Und dann habe ich gesagt: Gut. Ja. Ganz kurz nur. Jetzt setz ihn noch mal hin. Hör mal, wollt ihr das nicht noch mal überlegen? Wir müssen das noch mal durchdenken. Kann ich mal einen Schluck? Ja, natürlich, bitte. Ach, sind die schön. Aber trink nicht so viel, du weißt, wenn du betrunken bist, dann sagst du immer so komische Sachen wie: Ich habe mir den Kopf an der Tür gestoßen und seitdem steht er schief. Schatz, so. Warum wirfst du jetzt die Ringe hier rein? Das ist ein alter indischer Brauch. Schon die Inder haben gesagt, Nein, die hatten wir schon. Ja, ich weiß. Django zahlt nicht. Das ist Django hat Monatskarte. Liebe Freunde, ich möchte nicht drängeln, aber es gibt da 5, 6 Messdiener, denen ich noch versprochen habe, heute Nachmittag mit Ihnen zum Schlammcatchen zu gehen. Wenn ihr also bitte jetzt einfach kurz nach vorne tretet. Herr Priester! Ich habe mir noch was überlegt. Wenn ihr jetzt doch, ich möchte dem Glück nicht im Mutter, Weg halt stehen. Doch einmal die Fresse. Ja, für 5 Minuten. Wir werden alle glücklich und können zu Hause sein. Ich habe mir ein kleines Lied für euch überlegt. Oh Gott, steh uns allen bei. Bitte! Bevor du anfängst zu singen, lass mich noch eine Sache klarstellen. Moment! Ich singe euch gleich mal ein Lied vor. Ich wollte dir immer sagen, Schwiegermama. Also ich bin raus. Ich habe gestern auf den Postboten geschossen. Also gut. Wir wollen es kurz machen. Paul, sprich mir das folgende Ehegelöbnis nach, wie es in der Bibel steht. Du sagst also: Barbara, hätte ich den Bikini doch nur größer gekauft. Sprich mir nach. Ja. Barbara, Django zahlt nicht. Hätte ich den Bikini doch nur größer gekauft. Ganz zum Schluss. Ja. Als Zeichen meiner Liebe. Hm. Und jetzt, wo wir hier stehen und Gott und all diese RTL-Zuschauer, möchte ich sagen: Fertig. Abputzen. Das ist mein Lieblingsspiel. Wir bedanken uns bei den Zuschauern für dieses herrliche Drehbuch. Vielen Dank. Vier von 4 Comedians haben keine Ahnung, was vielleicht kommt. Aber ich. Bleiben Sie dran. Dann sehen Sie es.